voll, in die Presse. Voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Ja, hallo, liebe Leute, da sind wir mal wieder mit unserem kleinen frech-fröhlich, feucht-fröhlich, was auch immer, fröhlichen Podcast voll in die Presse. Ich bin Ben Cartwright und mit mir im Bus sind die guten Sommer. Wart. Und der gute Herr Ferrari. Ja, so bitte. So hieß du doch, ne? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich hab's vergessen. Ja, ich auch. Ich guck mal kurz in meinen Personalausweis, ja. Richtig. Da steht das ganz bestimmt genauso drin. Ja, Leute, wir haben uns jetzt viele Wochen nicht gemeldet. Das war eigentlich so nicht geplant, aber manchmal passieren eben Dinge im Leben. Da gehen geliebte Menschen spontan von uns. In dem Fall war es mein Vater. Und dann haben wir das Ganze schnell in eine Sommerpause umgemünzt. Es war schlicht und ergreifend nicht möglich, einen Podcast zu machen. Und ich bin aber sehr froh, dass wir jetzt hier wieder sitzen und auch ich so ein bisschen zur Normalität zurückfinde. Damit möchte ich jetzt aber auch dieses traurige Thema direkt beiseite legen. Ich wollte euch das nur erklären. Nächstes Mal werden wir unsere Sommerpause sicherlich besser ankündigen. Und bis das soweit ist, gibt es uns wieder alle zwei Wochen im gewohnten Format auf den gewohnten Kanälen. Ja, ihr Lieben, Presse war ja nicht ruhig in den letzten Wochen. Wir haben wieder wahrscheinlich jeder ein paar Artikel dabei. Vielleicht starten wir damit, vielleicht starten wir aber auch damit, weil es schon wieder warm wird hier, die Hitzewelle seit Tagen, erstmal ein kühles Getränk aufzureißen. Ja, erstmal was aufmachen. Das ja. Finde ich gut. Soll ich starten? Ja. Bitte. Ich habe so ein bisschen so Schleim im Hals und deswegen könnte ich jetzt... Ich habe eher so einen trockenen Husten. Ja. Darf man schon? Nee, ist noch zu früh. Ja. Ist noch zu früh. Also ich muss euch enttäuschen, den Schleimlöser habe ich diesmal zu Hause gelassen. Ich wollte mal ein Zeichen setzen, ein lokalpatriotisches, und habe mir hier ein schönes... Ein Bönsch. Ich würde sagen... Bönsch mitgebracht. Hast du für jeden so eine Kanne, dann sparen wir uns die Gläser. Ich habe für jeden eine Kanne. Oh, wow, herrlich. Bönsch, eine recht schlichte Flasche mit so alter, was hast du, Runenschrift. Steht ja. Bönsch drauf. Irgendwie schon, ja. Bier, Bönsch, naturtrüb. Ja, das sind aber normale Runen, keine... Ja, ja, nicht die solche. Vom Ballermann. Nicht die vom Ballermann. Und ein B für Benanza, Ballermann, was auch immer, Bonn eben. Im Übrigen, für die, die es nicht wussten, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, welche Kölscharten es alle gibt. Und tatsächlich ist es wohl immer noch so, dass du dein Bier, dein nach Kölscher Art gebrautes Bier, wozu Bönsch auch gehört, obergäriges Bier, nur dann Kölsch nennen darfst, wenn du von irgendwo auf deiner Brauerei den Dom siehst. Das finde ich nach wie vor eine sehr geile Regel. Das heißt, stark. Wenn du das irgendwo auf dem Berg baust und den Dom siehst, dürftest du es wahrscheinlich auch, was weiß ich, Venusberg Kölsch nennen, wenn du es schaffst, den Dom in Kölle zu sehen. Ansonsten von der Bönsch-Brauerei, die ist mitten in der Innenstadt, ist das leider nicht möglich. Sicher das. Hast du einen Opener? Yes. Ich habe einen Opener. Meine ganze Ausstattung ist all die Zeit schön dabei geblieben. Ich mache euch mal die Bierchen auf und ja, Prollo. Ja, ich steige mal ein. Wir haben ja quasi schon letztendlich einen halben Fliegerei-Podcast hier. Ja, wir haben ja eine gewisse Neigung zur Fliegerei in all ihren Facetten. Und ich habe heute mal was Dunkles ausgegraben. Es war mal wieder, das ist eigentlich der traurige Anlass, ist jetzt schon eine Weile her, Flugzeugunglück in Pakistan war das, glaube ich. Wollte ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil wir trinken ja hier Alkohol. Also Prost. Zum Wohl. Prost. Und ja, na, wie das so geht, da fragt mal einer nach, und in Pakistan haben sie mal gezählt, wie das denn eigentlich mit den Pilotenlizenzen so ist. Ergebnis, ja, einer von drei Piloten in Pakistan hat eine gefakte Lizenz, was sicherlich eine unangenehme Nachricht ist für alle, die da irgendwie unterwegs sein müssen. Und das betrifft nicht nur die lokalen Fluggesellschaften, da sind wohl auch Ausländische dabei. Und das hat der Fliegereiminister jetzt Ende Juni verkündet, und gängig ist wohl, also 262 Piloten des Landes haben einfach die Prüfung nicht selber gemacht, sondern da einen für Geld hingesetzt, der das für sie übernimmt. Entschuldigung, dass ich ja mal einhake. Ja, bitte. Ich suchte seit einigen Monaten
die Serie Suits, eine Anwaltsserie, die ich eigentlich immer vermeide, Anwaltsserien zu gucken. Und da ist das genau das. Der Typ hatte vorher, da gibt es auch einen Anwalt, der gar nicht sein Diplom gemacht hat. Und der hat vorher gegen Geld so Aufnahmetests für Universitäten gemacht, weil er natürlich ein Supergenie ist und ein fotografisches Gedächtnis hat. Also erstens an der Stelle kleine Serienempfehlung und zweitens schön, dass das Leben dann solche Sachen irgendwie an anderer Stelle nochmal nachschreibt. Ja, nur mit dem Unterschied, dass der Gerichtssaal halt nicht in eine Bergwand kracht. Und ja, das ist tatsächlich so leidlich, so einerseits aus dem Leben gegriffen, aber irgendwie auch so ein bisschen traurig. Da gab es tatsächlich einen Flugunfall im Mai. Absturz irgendwie beim Landeversuch. Und der Rekorder hat halt aufgezeichnet, dass die Piloten sich über Corona und sonst was unterhalten haben und irgendwie drei Warnungen der Air Controller ignoriert haben und sind dann fröhlich irgendwie erst ohne Fahrwerk gelandet und dann wieder hoch und dann, ja, dann war es das. Also äußerst unschön. Ich wünsche mir, dass wir wieder zu Penisanflügen zurückkommen demnächst. Ja, also eine Statistik wäre natürlich noch toller dazu, aber... Ja, was, 1 von 3 ist doch eine Statistik. Das muss ja wohl reichen im Sommerloch, oder? Ja, es ist schon krass, oder? Also ich meine, weiß man denn, ob das, sind das wenigstens ausgebildete Flugschüler, die nur die Prüfung nicht machen wollten? Oder sind das irgendwelche Typen, die einfach mal gerne im Cockpit ein bisschen so Flight Pilot Simulator spielen wollten? Ja. Also Fahrwerk vergessen ist ja jetzt nicht so ein gängiges Phänomen. Ja, also ich glaube, da kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Aber ich meine, man kann ja verstehen, wenn einer Anwalt spielt oder sogar noch, es gibt ja auch immer diese Geschichten von den gefakten Ärzten und so, aber wenn du sozusagen gefakter Pilot bist, dann bist du vielleicht auch ein bisschen dämlich, weil du sitzt ja selber mit in dem Flugzeug, ne? Also das verstehe ich halt nicht so ganz. Letztendlich dass vielleicht auch so du ein sägst dir deinen eigenen Ast ab. Ja. Stimmt. Ja. Naja, also insofern, Leute, wenn ihr irgendwo rumfuscht, dann lieber auf dem Boden bleiben dabei. Ja. Also so eine gefälschte Doktorarbeit, da kann, ja, das kann zwar auch hochgehen, aber da landet man nicht so tief, sage ich mal. Ja, gut, das Pakistan nicht so gleich um die Ecke ist, da sind wir jetzt nicht so häufig unterwegs. Ja. Das stimmt. Ich habe hier, das passt vielleicht so, ich könnte jetzt eine Überleitung da herstellen. Denn wenn man irgendwie mit gefakten Lizenzen sich irgendwelche Tätigkeiten erschleicht, sei es jetzt als Doktor, als Jurist oder auch als Pilot und das Ganze auch noch überlebt und dann überführt wird, dann kommt man ja typischerweise ins Gefängnis. Und wenn man ins Gefängnis kommt, ja, dann ist ja vielleicht der natürliche Reflex, aus diesem Gefängnis wieder auszubrechen. Auch an der Stelle kann ich einen kleinen Serientipp loswerden, den von meinem Sohn, der guckt die ganze Zeit die Serie Prison Break. Da sprechen die über, keine Ahnung, gefühlte 100 Episoden immer aus dem Gefängnis aus. So. Er findet das ganz super. Ich habe es nicht groß geguckt. Aber das ist der normale Hergang. Jetzt ist allerdings in Niedersachsen letztes Jahr ein junger Mann ins Gefängnis eingebrochen. Der ist nicht da ausgebrochen, sondern der ist eingebrochen. Und was war der Grund, was könnt ihr euch vorstellen, warum so ein Typ ins Gefängnis einbricht? Ja, eigentlich kann sowas nur wegen Alkohol oder wegen einer Frau passieren. Ja, der Pollo, der hat wieder Lebenserfahrung. Das könnte aus deinem Düsseldorfer Nachtleben und deinen Etablissements da herrühren. Nee, das ist komplett richtig. Also der hat nicht in irgendein Gefängnis eingebrochen, der ist in ein Frauengefängnis in Vechta eingebrochen. Und dort saß seine Freundin ein. Allerdings war sie kürzlich zu seiner Ex-Freundin geworden, denn sie hatte per Telefon mit ihm Schluss gemacht. Und dann wollte er sie davon überzeugen, was für ein toller Typ sie ist. Sie wollte ihn aber nicht sehen, hat keine Besuchserlaubnis erteilt. Und dann ist er über eine Laterne auf eine 4 Meter hohe Mauer geklettert, ist dann diese Gefängnismauer entlang und dann an das Gefängnisgebäude und dann außen auf irgendeinem Sims im ersten Stock hat er sich entlang gehangelt bis zur Zelle von seiner Freundin. Er war dabei auch noch, wie die hier schreiben, bei NTV ist das, glaube ich. Ist das überhaupt NTV? Nee, das ist hier HNA, Hannoversche Allgemeine. War dabei auch noch leicht bekleidet. Also ich weiß nicht, womit er jetzt genau überzeugen wollte, aber ich glaube, es hat nicht geklappt. Und das lange Ende dieser Geschichte ist, dass er jetzt selber für 3 Wochen ins Gefängnis muss, weil das ist, die Juristen wissen es, Hausfriedensbruch und... was war es noch? Belästigung oder irgendwas? Ich müsste es nachlesen. Ja, dann 3 Wochen geht ja noch. Ja gut, dann war er wahrscheinlich ohne Unterhose unterwegs.
Ich muss spontan an Borat denken. Ja, vielleicht auch so. Mir fällt nur ein, weil du gerade den Hausfriedensbruch und erwähnst, dass er jetzt selber kurz in den Knast muss, dass ja umgekehrt mal so als Anmerkung der Ausbruchsversuch nicht strafbar ist. Also einbrechen in den Knast, schlechte Idee, ausbrechen soll man ruhig mal versuchen. Ja, die, also genau, das, also die das Kontaktaufnahme. Das gilt aber nicht, wenn ich auf dem Weg dahin, wie im Fernsehen oder im Kino zu sehen, diverse Wärter erschieße, ja. Nee, das wäre, glaube ich, dann ein bisschen das heißt, zu viel. Man muss schon unauffällig so raus und kriegt dann wahrscheinlich noch für seinen Tunnel Ärger wegen, ja. Ja, du kriegst wahrscheinlich eher Ärger vom Bergbauamt, wenn du da irgendwelche Tunnel gräbst, aber für den Ausbruchsversuch an sich kriegst du keine Chance. Also in Knast musste er übrigens, weil er neben diesem Einbruchsversuch, der Hausfriedensbruch darstellt, auch noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis was am Laufen hatte. Und die ungewollte Kontaktaufnahme, die, also gegen den Willen der Freundin erzwungene Kontaktaufnahme, war eine Ordnungswidrigkeit. Dafür hat er noch eine Geldstrafe gekriegt. Es gibt auch Leute. Ja, sehr schön. Also das mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, jetzt ziehe ich doch einen anderen Artikel vor, den ich eigentlich erst später bringen wollte, aber das ist einfach so schön, das passt jetzt so schön vom Übergang. Also da eine schöne Geschichte, ich musste so lachen, wirklich. Und zwar ist die Geschichte passiert, also ich habe es gefunden auf NTV vom Donnerstag, ntv.de, passiert auf der Stadtautobahn in Berlin. Und zwar ist sozusagen das Tatobjekt ein Flixbus. Also ein Flixbus fährt auf der Stadtautobahn in Berlin. Das habe ich gesehen, ja. Und anschließend bringt ein Abschleppunternehmen den Bus zum Stehen. Wieso, warum, was ist passiert? Ja, das ist eine herrliche Geschichte. Und zwar ist in Berlin ein blinder Passagier betrunken auf dem Heck eines Flixbusses mitgefahren. Ich glaube, das war der Fahrradträger von dem Flixbus. Korrekt, korrekt. Das war der Fahrradgepäckträger des Flixbusses. Da war sogar ein Fahrrad drauf. Und da saß betrunken ein Mann auf diesem Fahrradgepäckträger. Autofahrer mussten nach Angaben der Polizei scharf bremsen, um den Mann nicht zu gefährden. Und ich will ja deine Geschichte nicht spoilern, aber auch er war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, leicht bekleidet oder irgendwie halb nackt. Das ist auch so ein gemeinsamer Nenner. Korrekt, korrekt. Das ist richtig. Mit nacktem Oberkörper saß er da. Es gibt ein schönes Foto dazu, da kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Lustig finde ich, dass das hier noch angemerkt wird bei NTV, die das da wahrscheinlich von der Meldung der Polizei Berlin haben, der Fahrradträger sei zudem nur für 75 Kilo zugelassen gewesen und da war ja schon ein Fahrrad drauf und dann sitzt auch noch dieser Betrunkene drauf. Das ist natürlich auch noch ein Detail, was sehr wertvoll ist. Also wahrscheinlich waren sie dann zusammen, keine Ahnung, bei 100 Kilo. Der Mann war 28 Jahre alt, wie gesagt, betrunken. Wie lange und warum der Mann dort saß, ist bis heute oder zumindest bis diese Meldung geschrieben wurde, unklar. Auch wohin der Bus unterwegs war und was der Busfahrer gesagt hat, war zunächst nicht bekannt. Das Social-Media-Team der Polizei sagt jedenfalls, dass eine Kommunikation mit dem Mann nicht möglich war, weil er stark alkoholisiert war. Und die haben dann eben ein Bild, dass dieser Abschleppunternehmer, wie der da jetzt genau involviert ist, der war wahrscheinlich zufällig hinter dem Bus unterwegs, hat ein Foto davon gemacht und hat dann den Bus ausgebremst. Das wird hier nicht genauer beschrieben. Genau, das hab ich auch. Das klingt so, als ob der Busfahrer gar nicht anhalten wollte oder so, nur der den abdrängen musste oder so, ne? Also, weil es ein Abschleppunternehmen war. War es Zufall, dass es ein Abschleppunternehmen war. Es war wahrscheinlich Zufall und der Busfahrer wusste wahrscheinlich nichts davon. Jedenfalls dieses Foto, ich kann es nur jedem, der uns hier hört und der die Geschichte noch nicht selbst gelesen hat, empfehlen, mal ins Netz zu gehen und sich dieses Foto anzugucken. Das sieht einfach scharf aus, wie dieser Typ dann halbnackt auf dem Flixbus hinten auf dem Hänger da drauf sitzt. Wir betten das in unsere Shownotes ein, dann kann man das dann auch direkt sehen. Ja, sehr schön. Das machen wir. Und das Ganze war irgendwie auch an der Ausfahrt Richtung Tegel und Hamburg. Mit nacktem Oberkörper, wie gesagt, und der saß da, als sei es eine Bank, schreiben da die vom Social-Media-Team der Polizei. Und wie es so oft ist, der Ben, der legt da auch immer Wert drauf und guckt immer und erzählt noch, was die User dazu gesagt haben. Diese Arbeit hat mir NTV
www.pakistan.de abgenommen. Die haben selber ein paar Zitate hier gesammelt von den Usern, die die Meldung der Polizei gelesen haben. Einige witzelten, es muss sich um den zweiten Busfahrer gehandelt haben, der aus Kostengründen hinten fahren musste. Andere stellten fest, dass das wahrscheinlich der einzige Platz mit ausreichend Beinfreiheit gewesen war. Und jetzt eigentlich finde ich die schönste Geschichte noch. Jemand hat angemerkt, das war einfach der einzige Platz, auf dem er keine Maske gebraucht hat. Ja. Wahrscheinlich wollte der einfach keine Maske tragen, zeitgemäß. Jedenfalls, der Mensch bekommt auch Ärger. Und zwar nicht nur wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das ist durchaus strafbewehrt. Da kann man ordentlich Ärger für kriegen. Sondern auch, und das finde ich jetzt irgendwie auch wieder komisch, wegen des Erschleichens von Leistungen. Ja, also da fährt jemand halbnackt hinten auf dem Hänger vom Bus mit und man beschwert sich, dass er keine Fahrkarte gekauft hatte. Ja gut, das ist übrigens so ein persönlicher Albtraum von mir, dass ich mal irgendwie versehentlich irgendwo zusteige, in irgend so ein Verkehrsmittel, was dann losfährt. Und ich glaube, das ist dem guten Mann möglicherweise auch passiert, dass der sich einfach irgendwo hinsetzen wollte. Der wollte in Ruhe ein Bier trinken auf dieser Parkbank, ja, die da an diesem Fahrradbus stand. Dann setze ich mich hier auf den Fahrradständer. Aber der sitzt da wirklich, also guckt euch bitte dieses Foto an, der sitzt da total entspannt. Der sitzt da, als ob er wirklich auf einer Bank sitzen würde, als wäre es das Normalste der Welt. Die Beine baumeln da so runter und der hält sich nicht mehr besonders fest auf dem Foto. Ne? Der sitzt da wirklich ganz relaxed. Ja, sehr schöne Story. Ja. Ja, schön. Wie schmeckt euch das, Bönsch? Ja. Also jetzt hier bei den Temperaturen sehr, sehr erfrischend. Ja, es ist schön kalt. Da habe ich drauf geachtet. Für euch nur das Beste. Also ich find's eigentlich ganz okay, das Kölsch. Schmeckt halt, das Bönsch, es schmeckt halt ähnlich wie ein Kölsch. Ja, also, so trübes Kölsch. Ja, genau, so ein bisschen Naturtrüb. Aber es ist eins der besseren Kölsche, die ich als Amateur getrunken habe. Allerdings habe ich einmal in der Weihnachtszeit, da war ich mit meiner Heavy-Metal-Truppe auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß, dass einige davon auch diesen Podcast hören, also schöne Grüße an euch. Und dann hatten wir irgendwann keinen Bock mehr, uns da den Arsch abzufrieren und sind ins Bönsch gegangen, was auch tierisch voll war. Und wollten wir nur so 2-3 Bierchen trinken und dann hinterher hatten wir so einen doppelten Jägerzaun da irgendwie an Kreuzchen auf unserem Deckel. Und ich weiß, dass ich am nächsten Tag auch so ein Monsterschädel hatte. Also man muss da, glaube ich, gerade bei dem Bönsch oder generell Kölsch, also knallt bei mir ganz gerne mal richtig böse, böse Fett rein, wenn man das so übertreibt. Ich glaube, da ist Kölsch bekannt für. Ja. Aber so weit soll es hier nicht kommen. Ich schlag mal auf. Also ich versuche einfach mal hier uns mit Brückenschlagen und Überleitungen durch die Sendung zu hangeln. Du hast gesagt, hinten auf dem Fahrradgepäckträger war auch ein Fahrrad. Und das führt uns natürlich unweigerlich zur Tour de France. In den letzten Jahren gab es gerade auch bei der Tour de France, da stellt ihr euch immer die Siegerehrung vor. Was passiert dann? Dann kriegen die ihren Pokal, ihre Medaille. Und was jetzt so das Bild, was man immer mit der Tour de France Siegerehrung verbindet, Die Mädels, die Küsschen verteilen. Genau, links und rechts eine Hostess, die dann dem Sieger da, meistens sind das ja gar nicht so große Männer, die dann links und rechts ein Küsschen auf die Wange drücken. Und deswegen gab es in den letzten Jahren vermehrt auch um die Tour de France eine Sexismusdebatte. Ist ja sicherlich auch an anderen Stellen der Fall. Und die Tour de France, die reagiert jetzt, der Veranstalter ASO, was auch immer das heißt, Association irgendwas, hat jetzt entschieden, dass es künftig einen männlichen und eine weibliche Hostess geben wird. Also links ein Mann, rechts eine Frau oder andersrum. Ist das nach Wahl oder muss man da beide nehmen? Nee. Ich frage für einen Freund. Ja, ich frage für einen Freund. Ja, die stehen halt nur links und rechts neben dir, was die jetzt hier in dem auch bei NTV. Gibt es denn auch von beiden Küsschen? Ja, das meine ich ja. Noch offen ist, ob die verbliebene weibliche Hostess dem Tagessieger wie gehabt bei der Ehrung einen Kuss auf die Wange drücken wird. Das ist allerdings allein schon wegen der Corona-Pandemie unwahrscheinlich. Aber hier bei NTV mutmaßen sie nur, ob die Frau, vielleicht will ja auch der Mann dem Mann einen Kuss auf die Wange drücken. Das wäre dann ja. Ich finde, das kann man ja vorher sich bestellen. Ja, man kann ja auch fragen, ob mit und ohne Zunge oder so. Das ist einfach mal ein bisschen Action da. Oder vielleicht auch einfach mal einen kräftigen Griff, ja. Ja, das wäre doch, ich meine, jetzt in Corona-Zeiten nicht denkbar, aber das wäre doch stark, wenn dann da irgendwie
der Tagessieger, der steht da und der schnappt sich die männliche Hostess und dann gibt es erstmal einen ordentlichen Schmatzer. Normalerweise küssen ja die Hostessen den Sieger nicht andersrum, aber das wär schön, wenn er dann, wie bei so einer Kuppelshow sich dann für einen der beiden entscheiden kann und dann mit so eingehakt mit denen dann vom Podest in den Bus abwandert. Aber nur um das Thema abzuschließen, diese Sexismusdebatte, die hat auch dazu geführt, also ich meine, so attraktive Damen bei Sportveranstaltungen sind ja nichts Fahrradspezifisches. Das gibt es zum Beispiel auch beim Basketball mit den Cheerleadern. Da hat jetzt Alba Berlin, ich glaube letztes Jahr schon, seine Cheerleader, die 25 Jahre lang in den Pausen getanzt haben, haben sie quasi, na nicht gekündigt, aber sie haben begründet, das passt nicht mehr in die Zeit und haben das eingestellt. Es gibt keine Cheerleader mehr beim Basketball in Berlin. Und auch die Formel 1, da können ja auch wir alten Formel 1-Fans ein Lied von singen. Da stand ja auch an jedem Auto immer ein Grid Girl mit so einer Nummer. Beim Boxen weiß ich nicht, ob es da noch ist, aber beim Formel 1 gab es die Grid Girls auch. Und die sind auch 2018 abgeschafft worden. Ungefähr seitdem gucke ich nicht mehr so viel Formel 1, deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen, aber es steht hier. Wie gesagt, beim Boxen habe ich letztens irgendwo so einen kleinen Meme geschickt bekommen. Da gibt es ja auch die Boxen-Girls oder die dann da, die Pausen-Girls, die Nummern hochhalten. Und da war dann auch so ein geiles Video, wo so ein Typ das sieht. Und dann trainiert er halt so Rocky-Szenen, wo der dann die ganze Zeit trainiert. Und dann kommt er halt, tatsächlich hat er seinen großen Auftritt. Und man denkt natürlich die ganze Zeit, der tritt da als Boxer auf. Und dann rennt er halt so als Nummern-Girl da rum. Und die ganze Familie so, yeah, geil, der Sohn hat es geschafft. Ich finde das mit dem Abschaffen immer so ein bisschen einfallslos. Ja, also man kann ja irgendwie Cheerleader auch mit Herrenunterstützung irgendwie ranschaffen, so akrobatikmäßig. Und statt Grid Girls vielleicht die Grid Personen. Haben sie bei den Baskets, haben die seit vielen Jahren, das weiß ich, weil da gehe ich regelmäßig hin, haben die auch mindestens einen Typen, der da immer mittanzt. Bei den Cheerleadern. Finde ich eigentlich auch besser. Und insofern finde ich die Variante von der Tour de France eigentlich recht charmant, muss ich sagen. Und in der Tat, man muss sich da Gedanken machen. Ich finde es schon richtig, dass man sich überlegt, dass man solche Debatten führt und auch gegebenenfalls Dinge ändert. Ne? Nichts ist in Stein gemeißelt und manche Dinge laufen ja auch falsch. Man muss aber vielleicht tatsächlich ein bisschen kreativ sein und sich überlegen auch, in welche Richtung es gehen soll. Also vom FC Köln weiß ich, also oder sage ich mal so, meine ich mich zu erinnern, dass die in genau dem Kontext von der Alba Berlin-Ankündigung sich auch geäußert hätten zu, die haben ja auch Cheerleader, die jetzt natürlich zu Corona-Zeiten auch nicht zum Einsatz kommen, aber für jeden, der das noch nicht kennt, bei jedem Heimspiel stehen die da, wenn die Mannschaften einlaufen und vorher turnen sie da ein bisschen rum. Was heißt turnen ein bisschen rum? Das ist ja schon fast abwertend, weil die wirklich da höchst sportliche Leistungen vollbringen. Und da hat der FC halt gesagt, das gehört, ich weiß nicht mehr, wie die Begründung war, ob es irgendwie vielleicht mit dem rheinischen Frohsinn oder wie begründet wurde. Aber es war jedenfalls eine plausible Begründung. Also ich finde, man muss da Debatten führen und vielleicht kann man in Köln das ja auch noch irgendwie ergänzen mit irgendwelchen Jungs, die dann da ratschlagen. Das würde ja auch nach Köln passen. Könnte man also jetzt stimmt. Mehr Cheerleadende für Köln. Ja. Ja. Genau. Wunderbar. Ich sehe, dass der Prollo leer hat. Ich habe es zwar noch nicht, aber ich möchte, bevor es warm wird, zumindest mal eins meiner beiden Kaltgetränke nochmal in die Runde werfen. Und ich fange mit dem Unbekannteren an. Da brauchen wir aber Gläser für. Das ist nämlich eine türkische Limonade. Und ich habe zwar mal ein halbes Jahr in Istanbul tatsächlich als Kind gelebt, aber ich kann das jetzt nicht aussprechen, richtig Uludag. Oder Uludaş, ich weiß nicht, Uludag Gazoz, Legendary Uludag Gazoz, ich habe es gegoogelt, türkische Limonadenhersteller aus, Bursa in der Türkei. Und da gibt es einmal hier diese grüne Dose, die wir gleich testen können, und eine orangene Dose, die wahrscheinlich unschwer erkennbar Orangenlimonade beinhaltet. Da steht drauf, original türkisches Erfrischungsgetränk. Also an der Stelle kann ich lupenreines Türkisch vorlesen. Liegt daran, dass ich es im Lidl gekauft habe. Aber
dachte, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe einer von euch diese Dose gesehen. Ich finde die voll geil. Das habe ich noch nie gesehen. Soll ich mal sehen? So Berglandschaft. Hier ist ein Handballspieler drauf oder dergleichen. Ja, vielleicht sind also die ja sogar Sponsor von irgendeiner. Ich bin ja nicht so der Sportexperte. Sieht nach Handball stimmt, aus. Da ist gar kein Berg. Für einen Basketball ist es zu klein. Ja, und hier an der Dose mit Orangengeschmack unten dann noch so Eisberge oder was das sein soll. Mhm. Also wenn die dann jetzt so kalt daherkommt und so dementsprechend schon so ein bisschen, dass die Feuchtigkeit sich auf der Dose absetzt aus der Luft, das sieht sehr lecker aus. Da habe ich gleich richtig Bock drauf. Deswegen habe ich gedacht, also wenn die jetzt gleich warm ist, dann ist es doof. Dann schmeckt Limonade normalerweise nicht so lecker. Deswegen habe ich mit dem Orangen angefangen. Ja, ja, sicher. Ja. Das sieht aus wie eine richtige Original-Limo. Sehr schön. So. Ja, da ist noch mehr drin. Ja. Scheint nicht so viel Kohlensäure zu haben. Die hat von der Farbe her, finde ich, erinnert die an diese Multivitamin-Tabletten, Geschmacksrichtung Orange. Genau. Ja. Ja. Das sind die ja auch. Ach, das sind die. Greift zu. Ja, so. die werden nämlich einfach. Riecht aber sehr kräftig. Das wird kondensiert, die werden getrocknet und gepresst und dann kriegst du das als Vitamin. Ich finde, das riecht aber ehrlich gesagt auch so ähnlich wie die Multivitamin-Tablette. Ja, ich sag ja, das ist der Rohstoff. Vielleicht heißt ja Uludag Gazos auch Multivitamin-Tablette. Doch, der Geschmack ist auch extrem ähnlich. Ja. Das spricht aber nicht gegen die Vitamintablette. Nein. Also ich würde sagen, hier in dem Bus, das könnt ihr jetzt natürlich nicht mitfühlen da draußen, können wir jedes kalte Getränk gebrauchen. Ja. Das ist scheiße warm hier. Und drin. Jetzt große Überraschung, ich habe gerade die grüne Dose aufgemacht, wo ich überhaupt keinen blassen Schimmer habe, wonach die schmecken soll. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwas wie Waldmeister oder so. Aber was herauskommt, ist eine kristallklare Flüssigkeit. Ja, dieser leicht orange Schimmer ist wahrscheinlich noch von dem Vorgetränk. Crystal clear. Und naja, probieren wir das auch nochmal, bevor wir dann wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Oh, das ist ja der Schleimlöser, der sich da. Das schmeckt original wie dein Schleimlöser. Das kann nicht sein. Doch. Das verbitte ich mir. Ich bezichtige jetzt mal den Hersteller dieser Getränke, dass der einfach auf dem Graumarkt deutsche Medizinprodukte aufkauft. Und Brausetabletten. Ja. Das muss ich jetzt selbst. Ich habe noch nicht probiert. Eine Sekunde. Ich wollte Schleimlöser, ich bekomme nicht. Schleimlöser. Also jetzt kommt. Unangenehm, aber irgendwie. Also ich könnte nicht mal sagen, was für ein Geschmack das sein soll, außer. Also der Geruch ist tatsächlich ähnlich, aber vom Geschmack her, also der Schleimlöser ist um Längen besser. Wo hast du das in. Du hast das in der Apotheke gekauft, ja? Ja. Waldmeister? Wahrscheinlich, ja. Schon am ehesten, ja, ne? Ja, aber. Was steht denn drauf? Hast du mal geguckt? Also. Müssen wir nachträglich noch verifizieren. Legendary Uludag Gazus. Das kriegen wir raus, oder? Das ist auch eine Hausaufgabe für dich, was für eine Geschmacksrichtung das ist. Ja, ich verlinke die ja eh mal in den Shownotes. Da habe ich schon gesehen, gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu. Und dann kann man das dann da nachlesen. Ich nehme jetzt mal lieber die letzten Schlücke hier aus meinem Bild. Ja, du hast es richtig gemacht. Du hast dir noch so einen letzten Schluck aufbewahrt. Ich würde sagen, Augen auf beim Brausekauf, ja, und kommen wir nochmal zu einem kleinen Verbraucherhinweis. Ich fange mal hinten an, ja, oft sind ja die Kommentare das Beste an so einer Sache und es ist eigentlich auch, ja, gar kein journalistischer Beitrag, so ein bisschen, aus dem von mir durchaus zu Unterhaltungswerten geschätzten Loreblog.de. Entschuldigung, wenn man aufstoßen muss, dann riecht es übrigens nach Waldmeister. Ja, super. Also vom Blog eines möglicherweise bekannten Rechtsanwalts, der so ein bisschen schreibt, also für die juristisch Interessierten oder auch Laien durchaus mal eine Reise wert im Cyberspace. So, pass auf, stellt euch vor, nur mal rein hypothetisch, ihr werdet Beamte, ja, und Hausaufgabe ist, ihr müsst eure Korrespondenz ab jetzt verschlüsseln, ja. So, ihr wisst nicht, wie das geht. Ihr wisst nicht ein noch aus, was sollt ihr denn machen? Ja? Was ist denn mit dem Passwort? Die Antwort kommt von der zentralen Bußgeldstelle des Landes Rheinland-Pfalz. Also so wie das Saarland, nur in größer. Ja? Also
Was machst du mit deinen PDF-Dateien? Ja, du verschlüsselst sie ordnungsgemäß, vorschriftsgemäß. Und das Passwort, ja, das Passwort, was machen wir damit? Ganz einfach, wir fügen der E-Mail einfach ein Merkblatt bei und das Passwort ist dann, steht dann im Merkblatt. Und zwar ZBSRLP, ja, Zentrale Bußgeldstelle Rheinland-Pfalz. Das ist dein Passwort. Die E-Mail ist ordnungsgemäß verschlüsselt. Das Passwort ist, wird bekannt gemacht. Und damit ist der, ja, der Rechtsauslegung Genüge getan. Ja, und so war es denn auch. Also die Nachricht hier aus dem Blog ist, dass eben dieses jetzt hier mit Standardpasswort verschickt wird. Und nach ja, der dritte Kommentar von oben ist dann natürlich auch, da steht aber nur, dass es verschlüsselt sein muss. Ja? Da aber außer dem Empfänger niemand das Passwort kennen darf, das steht da nicht. Also, ne, Vorschrift ist Vorschrift, Ziel erfüllt. Ja, aber fünfter Kommentar, immerhin besser als Passwort oder 1, 2, 3, 4, 5. Das hat mich ja den, ja. Du hast auch noch einen Beitrag hier gehabt, wie die Passwörter sind. Ach du Jemini. Um Gottes Willen. Ich grüße. Das war übrigens das Passwort von Herrn Ferrari. Das heißt übrigens, auf Türkisch nennt man das Uludach. Hast du damit jetzt gerade deinen Beitrag abgeschlossen? Oder? Das war, letztendlich war das ein Abschluss. Ja, da kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ja gut, also üblicherweise würde ich jetzt noch ein paar blöde Fragen stellen, aber die Überleitung ist ungewollt genial, also ja. Prollo, wortgewandt auch. Ich muss sagen, als hättest du gewusst, wo mein Beitrag hinführt. Und zwar wollte ich erstmal einleitend fragen, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal, Haustiere. Du hattest irgendwie mal einen Hund oder so, Ben? Genau. Stubenrein? Stubenrein, ja, kommt drauf an, was der frisst. Kommt drauf an, was, sonst kommt es vorne wieder raus, oder was? Das kommt überall wieder raus bei so einem Hund. Kommt drauf an, wenn der ein 300 Gramm Schokoladenweihnachtshaus frisst, dann ist da kein Halten mehr. Ich erinnere mich, stimmt, das hatten wir auch schon mal hier im Podcast, das Thema. Katze auch noch vielleicht, hatte sie auch noch, ne? Ja, es gab auch noch eine Katze, die gibt es auch noch, ähnliches Phänomen. Ähnliches Phänomen. Und der Prollo, der hat nur Kinder. Ja, keine Haustiere. Außer dem üblichen Unrat, der so kreucht und fleucht. So, jetzt zieht hier der Wind ein bisschen durch, wir hatten gerade die Fenster auf. Denn mein Thema ist folgendes. Erste Versuche erfolgreich. Forscher bringen Kühen bei, aufs Töpfchen zu gehen. Kühen, genau, Rindviechern. Also Rindviecher sozusagen stubenrein machen, das ist hier der Ansatz der Forscher. Das habe ich gefunden im Express vom 18.07., schon ein bisschen her, während unserer Sommerpause. Aber eine wirklich interessante, auch irgendwo lustige Geschichte. Aber eigentlich total sinnvoll, dass man das macht. Man fragt sich ja wahrscheinlich, warum müssen die aufs Töpfchen gehen können? Aber Kühe, soweit ich mich erinnere, sind ja ein Hauptgrund für diesen wahnsinnigen Treibhauseffekt, weil die Kacke von denen, da diese Kuhfladen, ja irgendwie mit CO2 da das Ozonloch nährt. Richtig. Ein Durchbruch für die Biogasindustrie. Auch das. Du bist auf der richtigen Fährte, Ben. Ich werde das gleich noch ein bisschen genauer aufklären. Also, Kühe haben halt das Problem, im Gegensatz zu anderen Tieren, selbst Schweine steht hier, suchen sich eine abgelegene Stallecke, aber Kühe nicht. Die machen halt dahin, wo sie gerade stehen. Und das ist einerseits schlecht für die Tiere selber, weil die sich irgendwie Entzündungen und sonst was holen können durch die Ausscheidung. Und andererseits hat das auch negative Folgen für die Umwelt. Das sagt Jan Langbein vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie, FBN in Dummersdorf bei Rostock. Das war aus dem Sommerloch, sagst du? Diese? Ja, nee, aus dem Postillon. 1. April wahrscheinlich. Es ist nicht aus dem Postillon, es ist tatsächlich aus einem absolut seriösen Blatt wie dem Express. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine gute Sache. Ich erzähle mal weiter.
Also Ausscheidungen von Urin und Kot seien klimarelevant, das hatten wir schon gesagt, und könnten eben auch bei Körperkontakt Krankheiten von Klauen und Eutern führen. Das führt er aus. Außerdem gibt es einen erheblichen Reinigungsaufwand. So, die Forschung, die dazu betrieben wurde, hat das Leibniz-Institut nicht ganz allein gemacht, sondern mit Wissenschaftlern aus Auckland, Neuseeland und aus Celle, also unserem Celle in Niedersachsen. Und was ist denn das andere Celle? Ja, kann ja sein. Das gibt's bestimmt überall. Wie viele Londons gibt es auf der Welt? Also auch Hannover gibt es in den USA nochmal. Stimmt, sogar eine Hauptstadt von, ich habe vergessen, welchem Bundesstaat, aber... Ja, also es gibt viele deutsche Städte doppelt und dreifach auf der Welt und nicht nur die. Also, jetzt nur mal kurz hier zu der Studie. Die Studie legt jedenfalls nahe, dass mit Hilfe von, jetzt muss ich mich konzentrieren, assoziativen Lernmethoden ein erfolgreiches Latrinentraining möglich ist. Denn die Tiere verfügen über die Intelligenz und die neurophysiologischen Grundlagen, die ein solches Training ermöglichen. So, und das ist jetzt ja schon, sagt jetzt schon mal erstmal viel über die Kühe aus, aber ich wollte noch mal gerade auf das eingehen, was der Ben hier eben schon angeschnitten hat. Worum geht es eigentlich bei der beim Klimabezug und Kühen? Du sagtest hier was von CO2. Das ist leider die falsche Fährte. Ist schon die richtige Fährte, dass da die Kühe den Treibhauseffekt sozusagen dem Vorschub leisten oder den mit verursachen. Aber da geht es um Methan, nicht um CO2. Und da wollte ich dann noch mal auf das eingehen, was der Prollo hier eben schön eingeführt hat. Ja, ja, ja. Wo kommt denn das Methan raus aus der Kuh? Dann Methan. Ja offensichtlich nicht hinten, wenn du schon so fragst. Wenn ich schon so frage, genau. Also, wenn es um Methan geht, dann ist steigt vor allem nach oben. Geht's vor allem um das, was der Prollo uns hier ziemlich eindrucksvoll eben vorgemacht hat. Da geht es ums Rülpsen. Bis zu 300 Liter am Tag rülpsen Kühe Methan aus und tragen damit nicht unerheblich zum Treibhauseffekt bei. Ich dachte echt immer, das sind die Kuhfladen. Ja, auch. Es sind wohl auch die Ausscheidungen, aber ich habe anlässlich dieses Artikels mal so ein bisschen noch quer gelesen, im Internet noch mal geguckt, was es so gibt. Und da wird sich im Zusammenhang mit Methan vor allen Dingen wird das Rülpsen erwähnt, dass man übrigens, das ist auch ein schönes Wort, was ihr jetzt lernen könnt, könnt ihr mit angeben, das nennt man nicht Rülpsen bei der Kuh, sondern Eruktieren. Also die Kühe eruktieren. Das klingt jetzt aber versaut. Das klingt versaut. Siehst du da, ich habe eine Eruktion. Also dem Wort muss man vielleicht nochmal auf den Grund gehen. Vielleicht kann man tatsächlich sagen, dass hier der Prollo uns eben auch in den Bus eruktiert hat. Das kann also aber jetzt hier nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen sein, weil da ging es ja nicht ums Rülpsen, sondern um das, was hinten rauskommt. Das Rülpsen behandelt man übrigens, es ist erstaunlich, wie viel Forschung es dazu gibt wegen des Treibhauseffektes, da versucht man die Ernährung der Kühe zu beeinflussen oder einen Weg zu finden, dass sie sich so ernähren, dass da möglichst wenig Methan entsteht. Ich habe gelesen, zum Beispiel Seegras untermischen irgendwie. Ich glaube, die sollen auch demnächst weniger Mineralwasser trinken und so. Ne? Ja, genau. Und weniger hier von der Gazos. Von der guten Uludag Gazos. Ja, genau. Also, hier geht es aber ums Urin und da geht es wohl und auch um den Kot. Das ist also ehrlich gesagt nicht ganz so detailliert im Express. Aber beim Urin geht es wohl auch ums Ammoniak. Da hat sich nämlich hier der Sprecher des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter, der Hans Foldenauer, der hat sich auch geäußert zu dem Thema. Wir halten es auch im Interesse der Milchviehhalter grundsätzlich für sinnvoll, die Forschung, wie Ammoniak im Stall reduziert werden kann, breit aufzustellen, sagt eben dieser Hans Foldenauer. Und jetzt
ist nochmal hier euer großer Moment gekommen. Jetzt sagt ihr mir nochmal, wie man denn einer Kuh beibringt, aufs Klo zu gehen. Indem man irgendein Incentive schafft, dass sie dahin läuft, vermute ich mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Eine genauere Idee? Ein Salzleckstein, so Toilettensteine für Kühe. Tja, Futter. Futter ist gut. Salzleckstein ist eher was, glaube ich, für Hamster und Kaninchen. Ziegen? Nee, Kühe haben doch auch diese Ringe da. Ja, Kühe auch. Ja, ich bin ein Stadtkind. Aber ich erzähle ja auch immer hier nur so gesichertes Halbwissen. Ich habe gerade parallel gegoogelt, Hannover ist gar keine Hauptstadt von irgendeinem Bundesstaat. Das war Frankfurt oder Frankfurt. Frankfurt. Nee, das mit dem Salz in der Tat, Ziegen. Ich habe da letztens... ganz mal eben, um da mal quer das Thema zu verlassen, Ziegen an irgendeinem Staudamm, die da irgendein Salz aus den Steinen, die da verbaut wurden, ablecken. Geht fast senkrecht hoch, die Mauer. Also es ist unglaublich, was die Tiere tun, um da das Salz abzulecken. Gut, aber jetzt hier wieder zu dem Training. Ich will das mal gerade auflösen mit der Ernährung. Da lag der Prollo genau richtig. Also trainiert. Wurde der, wie es hier heißt, sehr komplexe Urinausscheidungsvorgang in Dummersdorf in eigens für Kälber errichteten Latrinen. Ja, also ihr habt genau richtig gehört, Kälber, das heißt, ne, wie bei uns Erwachsenen, also uns kann man ja auch das ordentliche Essen und Trinken nicht mehr beibringen, ne? Man muss da bei den Kleinen anfangen. Es gab 5 Versuchsdurchgänge mit jeweils 8 bis 10 Tieren im Alter von 5 Monaten, bei Versuchsbeginn zumindest waren die so alt, so. Diese Latrinen waren mit einem durchlässigen grünen Belag versehen, der gleichzeitig als Spritzschutz fungierte, erläutert der Forscher. So, und dann schieden die Tiere außerhalb der Latrinen ihr Urin aus, wurden sie mit einer kalten Dusche oder kurzen Dusche, kalt steht hier nicht, kurzen Dusche bestraft. Anscheinend sind Kühe so ein bisschen wasserscheu, mögen das wohl nicht. Erinnert mich so ein bisschen an Katzen, die kann man auch gut ärgern mit Wasser. Gingen sie dagegen in die Latrine, wurden sie für das von den Forschern gewünschte Verhalten belohnt. Beispielsweise mit, und das ist jetzt für euch dann wirklich was, eine richtige Leckerei, die dann bei euch demnächst auch am Tisch stehen darf, 40 Gramm gequetschter Gerste. Also das hört sich doch wirklich, das ist doch ein Anreiz. Lieber die gegorene Gerste, aber was ich mich frage, sag mal, also du kannst ja jetzt im Land des Billigfleischs nicht irgendwie alle Kälber erstmal in so ein Trainingslager schicken. Was versprechen sich die Forscher davon, dass sie sich genetisch irgendwie dahin weiterentwickeln? Oder ist das einfach erstmal nur, um zu gucken, dass man einer Kuh das aufs Töpfchen gehen beibringen kann? Du triffst schon irgendwo auch den Nagel auf den Kopf mit deiner Frage. Das ist nämlich genau die Frage, die sich dem Ganzen anschließt. Ist das überhaupt praxistauglich? Und da hat auch hier der Mann vom Bundesverband, der Herr Vollnauer, sich nochmal geäußert und hat gesagt, das erscheint denen noch fraglich, ob das praktikabel ist am Ende des Tages. Aber es ging tatsächlich jetzt erstmal darum zu gucken, ob die Kühe das überhaupt auf die Reihe kriegen. Ja, ob die das auf die Reihe kriegen. Und in der nächsten Phase wird man dann versuchen, das eben praxistauglich irgendwie umzusetzen. So, aber ich möchte noch kurz das Ergebnis auch bringen von diesem Training. Ja, das ist weitgehend positiv. Zuletzt haben nach 9 bis 10 Trainingstagen 11 von 16 Kälbern das Lernkriterium erreicht und 76% aller Urinationen fanden in der Latrine statt. Ja. Nun geht es eben um die Praxistauglichkeit, sagt der Forscher noch, genauso wie du es da in Frage gestellt hast. Also man weiß jetzt, man kann es den meisten beibringen, ist ja bei Menschen ehrlich gesagt auch nicht anders. Da lernen auch einige nie, aufs Klo zu gehen ordentlich. Und insofern kann man da nicht 100% erwarten. Aber man kann es ihnen beibringen. Ja. Und jetzt geht es darum, das auch am Bauernhof irgendwie einzuführen, dass das auch funktioniert. Die würden sich freuen, habe ich daraus gelesen, aber sind noch ein bisschen skeptisch. Ja. Das ist doch schön. Da freue ich mich, wenn dann demnächst irgendwie die Toiletten, da hast du dann die Tür für die Männer, die Tür für die Damen, die Tür für die, die es nicht wissen und dann noch die Tür für die Kühe. Das wird spannend. Ich interessiere mich für diese halbdurchlässige grüne Matte. Jungs, auch wenn ich jetzt unserer weiblichen Zuhörerschaft völlig das Herz breche, ihr seid ja beide verheiratet und auch ich war ja einmal in diesem
in dieser Situation und habe auch schon mal in meinem Leben geheiratet. Und da stellt man sich ja dann die Frage mit der Einladung der Gäste. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Man muss ja dann entscheiden, wen lädt man ein und so weiter und so fort. Und im Normalfall, bei mir war das jetzt nicht so das Problem. Ich habe jetzt eh nicht vorgehabt, 500 Leute einzuladen. Ich habe einfach so weitgehend alle eingeladen, die mir einfielen, dann passte das. Aber in Zeiten von Corona muss man natürlich gucken, dass man das deutlich kleiner hält. Da gibt es halt Auflagen. Und dann ist hier eine Geschichte bekannt geworden. Oder vielleicht erstmal, war das bei euch überhaupt ein Thema? Ich wollte ja die Frage nicht übergehen. Ja, auch so bei uns kam es ganz gut hin, so mit der Größe der Veranstaltung und der Leute, die man da auch gerne beihaben möchte. Mhm. Ja, es war knapp, aber im Großen und Ganzen hat es gepasst. Ja, auf deiner Hochzeit war ich ja sogar. War auch hervorragend, eine wunderbare, wunderschöne Hochzeit, muss man wirklich sagen. Dieses Paar hier hat sich das natürlich auch für sich vorgestellt, mussten jetzt aber kurzfristig dann wegen Corona-Vorgaben abspecken und sind auf eine Idee gekommen, die nicht in der ganzen Familie gut ankam. Und deswegen habe ich das auch bei familie.de gefunden, diese Geschichte. Denn die haben sich überlegt, okay, wer wirklich bei uns auf die Hochzeit kommen will, der soll auch ein bisschen Einsatz zeigen und musste so eine Art Bewerbungsschreiben formulieren. Die haben allen Gästen zwei Fragen gestellt und haben erwartet, dass diese beiden Fragen mit Aufsätzen jeweils mindestens 250 Wörter stark beantwortet werden. Und das haben wohl auch viele gemacht. Die Eltern fanden es auch ganz toll. Die Schwester der Braut fand es allerdings unter aller Kanone und hat gesagt, ey, ich bin deine Schwester, warum soll ich mich da bewerben? Da hat die Braut, die künftige, gesagt, ja, wenn du das nicht auch machst, dann ist das ja unfair allen anderen gegenüber. Und diese Schwester, der ist es dann zu verdanken, dass das Ganze öffentlich geworden ist. Weil die hat es dann bei Reddit, das ist auch so ein Blog, glaube ich, hat sie das Ganze veröffentlicht und dann auch sozusagen die Reddit-Community gefragt, soll ich das machen? Soll ich da wirklich was schreiben? Die Eltern der beiden Damen haben inständig darum gebeten. Die haben gesagt, wir sind fuchsteufelswild, wenn du nicht kommst. Die Schwester lädt dich aber nicht ein, wenn du den Fragebogen, da diese Bewerbung nicht machst. Also schreib das Ding gefälligst. Und dann hat sie sich an die Community gewandt und hat das eben gefragt, ob sie das machen soll. Leider nicht überliefert ist, was sie letzten Endes gemacht hat. Denn Familie.de hat das dann hier natürlich erstmal aufgegriffen und hat auch gesagt, dass das gar nicht geht. Also da gibt es hier Lisa Purio, ist die Autorin, die dann gesagt hat, das ist eine absolute Frechheit. Statt zu überlegen, wer zum engsten Familien- und Freundeskreis gehört und nach Corona-Kriterien zu entscheiden, sucht die Braut nach denjenigen, die ihr die schönsten Komplimente macht. Anstelle der Hochzeitsgesellschaft würde ich dieses Vorgehen komplett boykottieren. Jetzt mal die Frage an euch, wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr vielleicht sogar auch von einem sehr guten Freund oder Freundin so eine Aufforderung bekämt, um an der Hochzeit teilzunehmen? Ich würde es machen. Also ehrlich gesagt, man frisst sich ja auch den Bauch voll. Also netto kommt man da, glaube ich, trotzdem gut bei raus bei sowas. Ja. Und man hat ja auch auf Hochzeiten, also wir hatten auch so ein Gästebuch, wo man da was reinmalen und schreiben konnte. Ja, also das würde ich jetzt nicht so als Affront werten, ja, sondern als Gelegenheit, sich mal auszutoben. Also ich würde es auch machen. Ich muss trotzdem nochmal gerade hier auf Prollos Netto-Kommentar antworten und mich gerade fragen, der Prollo, der geht wahrscheinlich auch dann wirklich immer nur mit einem 20er den zur Braut oder zur Hochzeit und schenkt dann so ein kleines Scheinchen, um dann netto mäßig. Nee, so. Nach Anschauung des Festmahls. Der lässt sich erst die Speisekarte schicken, rechnet dann einmal aus, was er da so ungefähr in sich hineinschaufeln kann. Also ganz ehrlich, ich würde es nicht machen, aber kannst du erst mal sagen, warum du es machen würdest? Ich würde es machen. Es ist doch auch die Frage, wie ist es gemeint, ja? Ist ja nun nicht so gemeint, vergleichbar mit irgendwie einer Bewerbung für einen Job oder so, sondern es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit einem zwinkernden Auge gemeint und da dann einfach was Kreatives, was Lustiges zu schreiben, was dann, wer weiß, was die Braut damit vielleicht noch macht, das könnte man alles sammeln und noch ein schönes Buch draus machen, finde ich jetzt. Also so tragisch finde ich es nicht. Also gut, man kann natürlich jetzt hier, ne, wie Familie.de da gesagt hat, mit den Corona-Zeiten,
Das ist vielleicht ein Argument, dass man sagt, man sollte lieber gucken, dass das Corona-konform alles irgendwie abläuft, von der Zusammensetzung auch der Leute und so weiter. Hm. Aber ich finde es auch nicht so tragisch, da ein paar Zeilen zu schreiben. Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch unter aller Kanone, weil also du musst doch selber wissen, mit wem du den schönsten Tag vermeintlich deines Lebens verbringen möchtest und nicht danach, wer da hier dir die schönsten Antworten gibt und es am meisten will, indem er da irgendwie überschwängliche Sachen schreibt. Also ich finde das einfach, also ich finde die Idee schön, wenn man hinterher alle sowieso einladen würde, dass man halt vorher so vielleicht begründet, warum mir dieses Paar wichtig ist oder was man damit verbindet. Das ist ja genau dasselbe, wie in so einem Buch zu schreiben. Aber danach dann so eine Auswahl zu treffen und sogar auch von der engsten Familie dann zu sagen, also ne, musst du dich schon qualifizieren mit so einer Geschichte, das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich schräg. Schräg ist es auf jeden Fall. Aber ich denke mir mal, wenn du dann da sitzt als Braut oder Bräutigam und die Dinger gehen ein, du wirst ja jetzt nicht deinen besten Freund dann aus der Hochzeitsgesellschaft ausschließen, weil der vielleicht ein paar mehr Rechtschreibfehler drin hatte oder irgendwie nicht so ganz den Knallertext hingekriegt hat. Das ist ja dann immer noch dir überlassen, da dann doch die wichtigsten Leute auszuwählen. Ja, ich finde, kann man sich das eigentlich auch sparen und den Arsch in der Hose haben, den Leuten sagen, sorry, ich musste limitieren und du bist halt nicht dabei. Ja. Also ich meine, es ist ja auch nicht schöner zu sagen, deine Geschichte war halt scheiße. Ja, aber das ist doch angenehmer, als wenn du sagen musst, ich finde dich per se nicht so toll. Ja, apropos, damit ich euch wieder toll finde, brauchen wir, glaube ich, wieder Alkohol oder uns schön saufen hier. Ja, die Sache ist die, ich habe mal was Feines mitgebracht aus dem Aldi. Und wir wissen ja, was aus dem Aldi kommt, muss gut sein. Ja. Auf Empfehlung eines mir bekannten Familienvaters, der da auch den Familieneinkauf erledigte. So, was macht man? Trinke ich einen Desperados oder nehme ich lieber einen Mojito? Ach du Scheiße. Die Antwort wird dir neuerdings abgenommen. Bier mit Tequila und Aroma. Ne, Tequila, Aroma, Mint und Lime. So, Desperados Mojito. Hast jetzt aber nicht für jeden so eine Riesendose. Ich habe für jeden so eine Riesendose, aber ich schlage vor, dass wir sicherheitshalber vielleicht die Dose auf drei Gläser aufteilen. Ja, ja. Bin ich und die zweite und dritte Dose stehen ich muss offen, der möchte. Ich muss da jetzt dann erstmal hier diesen Möchtegern-Schleimlöser leer machen. Ja, du hast ja machen. Fenster auf. Uldugak. Ihr wisst übrigens gar nicht, Uludag. Ihr wisst Gasos. Übrigens gar nicht, was euch erspart geblieben ist. Das können wir gleich noch zum Abschluss sonst trinken. Das habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Capri's Sonne Bubbles. Ach du. Das ist Limonade von Capri's Sonne. Das schmeckt wahrscheinlich ähnlich mit Himbeergeschmack. Das stelle ich schon mal hier hin, weil das möchte ich auch ungern mit nach Hause Ach, nehmen. Ach du Schande. Aber jetzt halt hier. Capri's Sonne Bubbles. Zu Capri's Sonne fällt mir immer ein. Das werden doch gerne so Preise vergeben, so Negativpreise. Ja, die goldene Himbeere. Goldene Himbeere für Filme und ich glaube, der goldene Windbeutel oder so ist es bei Ernährung. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich weiß sicher, dass Capri-Sonne mehrmals einen Preis eingeheimst hat dafür, dass es mit das ungesündeste Kindergetränk schlechthin ist, weil es brutal viel Zucker haben muss. Also das ist etwas, was ich niemals meinen Kindern kaufen würde. Das hat auch mit Saft nur entfernt zu tun. Ist das so, ja? Ja, 20%. Also, wir hatten jetzt kürzlich, ich weiß das zufällig, weil wir eine Capri-Sonne im Kühlschrank haben, die wir konfisziert haben, weil die bei irgendeinem Kindermenü, was wir bestellt hatten, dabei war. Die haben wir aber erstmal eingesackt, weil das Kind hat dann lieber einen Orangensaft bekommen. Der ja auch schon Zucker genug hat. Ja gut, aber ja, ist ja in Ordnung. Ja, noch Saft. Ja. Ja, genau. Ich finde, wenn du deinem Kind was Gesundes mit in die Brotdose stecken willst, dann wäre doch hier so ein Desperados Mojito Bier mit Tequila Aroma Mint und Lime optimal. Dass es sich wenigstens kein Energy Drink kauft. Richtig. Auf dem Schulweg. Es riecht auch viel gesünder. So, ich finde es nicht per se schlecht. Also ich muss sagen, ich kann hier im Moment nur den aufkommenden Schweißgeruch von drei Idioten in so einem Bus mitten in der Nachmittagshitze riechen. Aber ich rieche mal gerade hier ins Glas rein. Ich habe vor der Sendung frisch geduscht. Boah, Leute. Boah, das schmeckt aber auch wie einmal unter die Achselhöhlen gerochen. Du hast doch noch gar nicht getrunken. Ja, aber das riecht so. Hey Leute, seid mal leise, ich rieche was.
Habe ich Schnecken gesagt? Verdammte Axt, Alter. Es riecht nicht aber gut. Aber es wirkt schon, merke ich. Ah, es riecht übel. Es schmeckt besser, als es riecht. Ja. Wollt ihr die Dosen vielleicht mitnehmen, die ich noch übrig habe? Also vom Geruch her, da kann man auch gleich aus der WC-Ente trinken, ehrlich. Tja. So. Ach. Also das ist nicht mein Geschmack. Auch. Ich mag überhaupt nicht diesen Mischkrempel, aber jetzt so ein Gläschen. Ich meine, wir sind ja hier im Auftrag der Wissenschaft unterwegs und also nach was schmeckt das jetzt überhaupt? Ja, das bleibt jedem selbst überlassen. Aroma. Also neben Wasser ist drin erstmals Glukosesirup, Zucker, also zweimal Zucker, Hopfenextrakt und Aroma, in Klammern Tequila Mojito. Die hatten wahrscheinlich neben ihrem Tequila-Aroma noch eine Containerladung Mojito-Aroma irgendwie versehentlich bestellt und mussten das irgendwie verklappen. Ja. Okay. Und weil die Uludag-Brauerei schon die ganzen Brausetabletten verarbeiten musste, ja. Ja, also das ist überhaupt nicht mein Geschmack, muss ich sagen. Also bunte Mischung. Die Dose sieht irgendwie schon interessant aus, ein bisschen überladen mit verschiedenen Farben und Angaben, aber nicht, also überhaupt nicht. Also ich muss nochmal riechen hier. Boah. Und wobei schmeckt gut, oder? Also ich finde Desperados an sich gar nicht schlecht, ja, aber da würde ich jetzt tatsächlich, ja, das ist natürlich ein Griff zur WC-Ente. Ja. Gut, Jungs, wir wollen in der Stunde fertig sein, wir haben noch 4 Minuten, hat noch einer ein Quickie hier auf Lager? Ja, einen Quickie hätte ich noch. Na ja, dann. Quickie hätte ich noch. Wir haben es doch ganz oft mit den Finnen. Ne, die Finnen, die sind doch irgendwie, da sind immer interessante Geschichten, ne, mit dem, wie hieß das, Horse Riding, nee, so ähnlich. Hobby Horsing. Ja, und die Amphetamine im Abwasser. Amphetamine im Abwasser und so weiter. Und hier kommt ja, bringe ich gerade noch dann von meiner Lieblingsnachrichtenseite ntv.de vom 2. August. Finnen trotzen Corona mit Bier treiben. Habt ihr davon schon mal gehört? Das ist auch. Bier treiben? Ja, Bier treiben. Was kann das, also so viel Zeit muss sein. Was kann Bier treiben sein? Keine Ahnung. Hat das irgendwas mit Trichtern zu tun? Ja, also das Treiben hat irgendwie einen gewissen Zusammenhang mit Bier, aber meistens kommt erst das Bier und dann das Treiben. Also, nee, ihr seid total auf dem Holzweg. Es geht darum, ein Fluss, Schlauchboote, Bier. Mehr braucht es nicht für einen beliebten finnischen Sommersport, das sogenannte Biertreiben. Im ganzen Land treffen sich Menschen und lassen sich treiben und das Bier laufen. Das ist eine total großartige Nummer, die, glaube ich, große Chancen hat, auch nach Deutschland überzuschwappen. Das findet nur an einem speziellen Samstag statt, der schon ein paar Wochen zurückliegt. Jedenfalls hatten sich an diesem Tag trotz Corona etwa 1000 Menschen nach Angaben der Zeitung Helsingin Sanomat, was auch immer das für eine Zeitung ist, am Kaljakelunta, dem alljährlichen Biertrinken im Gummiboot. Entschuldigung, du bist da verrutscht, du liest gerade die Zutatenliste vom Desperados vor. Ja. Nein, pass auf, das werde ich gleich hier noch. Der Sakromat dient ausschließlich der Desinfektion. Das werde ich hier gleich nochmal auseinandernehmen, das schöne Wort. Kaljakelunta, dem alljährlichen Biertrinken im Gummiboot oder auf anderen schwimmenden Unterlagen auf einem Fluss bei Helsinki. So, da waren 1000 Menschen unterwegs. Bei Nicht-Corona-Zeiten waren das auch schon mal bis zu 5000. Und die Veranstaltung wurde, und das finde ich total genial, die Veranstaltung wurde 1997 von ein paar Freunden ins Leben gerufen. Die haben einfach so Bock gehabt. Ich meine, so ein Scheiß hätte uns früher auch einfallen können. Die hatten die Idee, ne, irgendwie Brot, Bier und wir lassen uns treiben und trinken uns ein. So, und jetzt noch gerade zu dem schönen Wort. Kalja ist finnisch für Bier. Und Kelunta steht für Treiben. Und deswegen heißt das Kaljakelunta. Bier trinkend auf einem Gewässer treiben. Das finde ich eine total klasse Geschichte. Und richtig schön finde ich auch den letzten Hinweis. Und damit können wir das Ganze dann schließen. Großartig ist auf der Webseite, da gibt es anscheinend eine Webseite zu diesem Biertreiben, wurde angesichts der Pandemie darauf hingewiesen, dass, und jetzt aufgepasst, die Veranstaltung keinen offiziellen Organisator habe und deshalb auch nicht abgesagt werden könnte. Clever. Das finde ich richtig gut. Und immerhin 1000 Leute sind ja auch gekommen. Insofern hat es stattgefunden. Und
Also ich möchte das gerne an der Stelle aufgreifen. Ich habe ein Gummiboot und wir haben hier auch einen kleinen Fluss. Wir haben einen großen Fluss, den Rhein. Da könnte es aber Probleme mit dem Biertreiben geben. Dann landen wir irgendwo in der Nordsee. Aber wir könnten ja auf der Sieg uns mal wirklich, da kannst du bestimmt eine Stunde, zwei Stunden dich da treiben lassen. Und dann können wir ein paar Bierchen trinken. Und sobald du völlig hackedicht bist, kommst du an die Rheinmündung. Ja, da muss man vorher noch den Ausweg festlegen. Mhm. Aber dann machen wir das. Und dann würde ich sagen, mit einem dreifachen Kalja Kelunta können wir uns aus dieser Sendung heute auch verabschieden. Es hat mir Spaß gemacht, nach der längeren Pause, notgedrungenen Pause, hier mit euch wieder zusammenzuhocken. Der Spaß ist wie eh und je groß. Und ja, in zwei Wochen geht es dann auch wieder weiter mit der nächsten Sendung. Und vielleicht ja auch mal mit Herrn Ballermann. Wir müssen den Druck auf den Vogel mal erhöhen. Das wäre ein Traum. Wir holen ihn ab. Ich vermisse ihn, muss ich sagen. Mit dem Gummiboot. Mhm. Okay. Haut rein, Jungs. Bis dann. Bis dann. Ciao.